Herzlich willkommen zur zweiten Episode der Schlagzeilenrevue mit Martin. Und Martin. Schön, dass du da bist. Ja, Urlaub war kurz, aber immerhin. Was jetzt? Urlaub? Ja. Hättest du schon was Gescheites erzählen können, muss ich sagen. Na, so schlecht ist nicht. Ich meine, bei dir komme ich nicht zu mir. Seriöser Journalismus, den wir hier machen. Genau. Und wie kommst du daher? Der Ballermann-Tourist. Gehen wir's an. Jo. Also, am Montag hat mir wirklich gleich das Titelblatt und das große Bild fasziniert. Das habe ich mir wirklich gedacht. Ich kenne dich ja ein bisschen. Aber ich meine, nein, nicht beim Mocker das groß sein, gell? Nein. Das möchte ich gerne festhalten. Mir persönlich ging es nicht darum, weil nackt ja am Foto sein. Nein, wir machen ja Schlagzeilenrevue. Journalismus. Richtig. Hier geht es mir um die großartige Leistung der Grafiker und Grafikerinnen der heute, die wieder mal exakt gewusst haben, was das Wichtige ist, was die Kernmessage, was die Kernbotschaft dieses Fotos, dieser Fototextkombination sein soll. Und deswegen haben sie auch bei der Textsetzung ein bisschen Abstand gewählt zwischen Magde und Bei, damit diese nackte Person in voller Pracht sichtbar ist. Das haben sie wirklich sehr schön gemacht. Ich war ja vor kurzem bei der Styria. Die sind ja Österreich wirklich führend bei der Grafik, aber die heute holt auf. Also, ich meine, das ist ohne Zweifel grandios gemacht. Und es geht sich aus, dass es mit der Untertitel, dann einfach einen schönen Blocker gibt, der ganze Textpart. Und trotzdem ist diese nackte Person ein voller Part. Also das ist wieder mal ein Masterpiece. Und das gleich am Montag. Ja, ich meine, kann die Woche besser starten, als mit jetzt einer grafischen Höchstleistung. Puh, ich glaube nicht. Aber mir was wurscht, ich war eh in Urlaub. Muss man es nur unter die Nasen reiben, ha? Aber du hast einen Feiertag gehabt, den Dienstag. Das ist richtig, ja. Du, der amerikanische Präsident. Der Trump. Der Trump, genau. Unser Liebling. Der hat ja mit diesem nordkoreanischen Wahnsinnigen, also die zwei, das Schwanzvergleichsdingsdauer, genau, ja, mit Raketen und so hin und her. Und da gibt es ja so Außengebiete von den USA, ich weiß nicht, ob du die auskennst. So Hawaii und so. Guam zum Beispiel. Guam, ja, ja, ja. Und der Nordkoreaner. Ah, Guam ist ein Touristen-Hotspot der Amis, oder? Naja, eigentlich haben sie eine Militärbasis dort, aber sie haben Strände auch. Okay. Naja, und jetzt sagt er, dass der das vielleicht versenken will, der Nordkoreaner. Okay. Was könnte man da noch machen, auf die Schnelle? Da habe ich gelesen, dass der Trump ihm da jetzt Unterstützung anbietet und Touristen. Na, er hat gesagt, jetzt reden alle von ihm. Von dem Guam. Ja, und das bringt ihm was für den Tourismus. Ja, immer wenn die Leute über was reden, dann bringt es was, ja klar. Ich glaube, das ist zu wenig. Da muss eine Werbekampagne. Was könnte man da machen? Boah. Warte mal, zum Beispiel, kommen Sie nach Guam, solange es noch existiert. Ja, so Bombenstimmung in Guam. Bombenstimmung in Guam, ja. Oder Guam, das strahlende Urlaubsparadies. Das ist halt. Was? Ja, das ist halt. Und was ist mit Guam, sein oder nicht sein? Das ist 148 Dollar, all inklusive 5 Sterne. 5 Tage. Sehr philosophisch. Aber ein Versuch wert. Cool. Also Guam, also wenn du Urlaub machen willst, Guam. Dienstag war ja Feiertag, also Mittwoch, und der hat mich gleich entschädigt. Der Mittwoch hat mich entschädigt. Warum? Erzähl doch. Die Schlagzeile: Busen geplatzt. Bussi Bär rettet Ex-Sexstar. Und es geht um Eis am Stiel. Echt? Ich kenne das ja gar nicht. Erzähl mal. Da hast du echt was verpasst. Eis am Stiel, das ist so der 14-Jährige, 10, 14-Jährige. Okay. Martin, ganz geil auf Brüste. Ich glaube, es ist nicht nur ich. Ich glaube, jeder hat seine Eis am Stiel Erfahrung, wenn er so um die 40 ist jetzt. Ah, das waren so die ersten Soft-Sexler, was der was dann so. Oink, oink, oink und so. Also diese. Schön. Der Artikel ist jetzt. Das ist nichts Schönes, ja, weil das ist einer der Darstellerinnen von dieser Sendung. G.
geht es jetzt nicht so gut. Mhm. Das ist jetzt auch fast 60. Und physisch und Erfolg ist jetzt ziemlich weg. Mhm. Körper kaputt und so, viele Operationen. Mhm. Das ist keine gute Geschichte. Und es ist ja schön, dass ich das jetzt immer besser geht. Ganz ehrlich. Aber ich habe das gelesen und ich habe einfach die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht gehabt, weil also wichtig. Also die Geschichte war für die wurscht eigentlich. Es war die Erinnerung. Ja, ja. Das ist so 10 auf die Nacht und dann so leise im Fernseher einschalten und Mama schon Bett und dann und schauen. Aber was kann Journalismus Besseres bieten? Ja, was die wirklich zurückversetzen, immer schönere Zeiten. Danke heute. Was hast du noch? Ich bin relativ nachdenklich geworden, wie ich das gelesen habe am 15. Diese Grabsteingeschichte. Hast du das gelesen mit Fieder? Ich nur drüber die Überschrift, aber was macht ihr beim Nachdenklich drüber? Du kannst über den Sinn des Lebens bei einem Innenstadt-Walk durch Villach nachdenken, weil die haben da so neue Steine verlegt. Oder? Nein, sie sind recycelt. Ja. Das waren aber Grabsteine. Ja, aber du musst es so sehen. Touristisch betrachtet kannst du Grabwanderung. Der ist gut. Anbieten. Nein, weißt du, Grabwanderungen bietet jeder an, aber Villach ja. Kann eine Grabwanderung anbieten. Naja, ohne dabei perfide am Friedhof rumzulaufen. Ja, da wird man nachdenklich. So, am Donnerstag kam mir wieder mal ein einzigartig genial designtes Titelfoto mit einer großartigen Überschrift. Eierskandal ist uns einerlei. Also, ich habe diese Zeile mehrmals lesen müssen, weil ich das eine gleich gesehen habe. Das ist aber wirklich raffiniert. Das ist wirklich gefuchst. Einerlei. Was ja um eine riesen Eierspeise oder was immer das ist, geht um diesen Eierskandal. Ja. Aber mir geht es jetzt darum, wie grafisch, kreativ und na gut, sagen wir ehrlich, das ist schier. Sorry Leute, aber es ist kreativ, aber nicht sehr schön. Und sonst? Bei der Seite 2 und 3 ist mir jetzt bei der regelmäßigen detaillierten Lektüre der heute ein besonderes Gimmick aufgefallen. Machst du jetzt auch so wie ich Analysen, gell? Ich schreibe mal alles auf. Ja. Wort für Wort. Natürlich. Punkt für Punkt, Komma für Komma. Und da bin ich drauf gekommen, dass die Journalisten, die Redakteure, sich glaube ich absprechen oder alle dasselbe schreiben. Nein. Nämlich bei der Seite 2 und 3 gibt es ja oben immer die kleinen blauen Kasseln. Es sind 4. 2 auf der Seite 2, 2 auf der Seite 4. Also eigentlich, wenn du das gelesen hast, plus die Titelseite, hast du alles. Nein, das möchte ich nicht so. Fast alles. Nein, das ist wesentlich mehr in der Welt als das. Ganz sicher. Aber, ich habe nicht Literatur studiert, leider. Ja, sonst nicht. Wüsste ja, ich... Nicht. Du auch nicht, okay. Aber sonst wüssten wir wahrscheinlich, wie das literarisch genau heißt. Weil manchmal reimen sie sich. Manchmal passen sie einfach zusammen. Nämlich die ersten Worte in diesem Kästchen. Und diese ersten Worte sind meistens durch irgendwelche Satzzeichen oder Punktuationen. Punktuation? Wurscht. Ich habe nicht Literatur studiert. Getrennt. Also, Beispiel. Gras. Krass. Hass. Was? Und was glaubst du? Wählen die aus die Nachrichten nach den Wörtern aus oder die Wörter nach den Nachrichten? Die Frage des Tages. Habt ihr Ideen? Bitte in die Kommentare. Was denkt ihr? Brauchen wir nur irgendwas, was vielleicht heute auch raussticht? Liste Pilz, du weißt, das ist dieser ehemalige Grüne Abgeordnete. Ja? Der hat sich jetzt einen Medienprofi geholt. Ich verstehe das gut. Ich meine, der fängt ja bei Null an. Hey, er muss sich gegen die Großen durchsetzen. Genau. Er muss mit den Big Boys mitspielen. Genau. Und ich habe in der Heute gelesen, was dieser Medienprofi bisher gemacht hat. Okay, was? Nokia,
bankrott gegangenen Handyfirma. Burger King. Braucht man nicht drüber reden. Ja, eben. Rotes Kreuz. Die haben doch auch gerade Probleme, oder? Ja, ja, da. Ziemlich viel Kündigungen. Okay. Na ja, und Parlament. Das ist die Baustelle da. Richtig. In Wien, oder? Genau. Ah, guter Mann. Ob das was wird? Guter Mann. Gut, dann wäre der Freitag dran. Martin, gerne, deine Aufgabe. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Komm. Nein, wirklich, ich komme aus dem Urlaub zu. Hey, wir haben vorige Woche schon. Nein, was jetzt? Ich bin zuständig, ich weiß. Ja. Komm aus dem Urlaub zurück. Ja. Jump in die U-Bahn. Okay. Vorher nur kurz zur Box. Zug eine raus. Okay. Hab's aber nicht gelesen. Und daheim ist dann passiert. Was? Ich komm drauf. Es ist die Österreich. Alter. Tut mir jetzt laut. Aber die Österreich bespreche ich nicht. Ja, nicht. Eben. Was machen wir? Diesmal fühlt's groß. Was machen wir? Ja, liebe Leute, es ist unsere Schuld. Ich weiß. Wir wünschen euch trotzdem eine schöne Woche. Danke fürs Reinschauen. Die Schlagzeilenrevue-Episode 2. Liken, teilen, kommentieren. Danke übrigens für die tollen Kommentare. Ja, von der Episode 1, danke. Das war's. Schöne Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder mit weiteren Ausgaben der Heute. Auch der lieben Heute-Redaktion, liebe Grüße. Danke, Leute. Ciao. Ciao.